Servus und hallo zum sechsten Tag vom Trash-Weihnachtswichteln 2021. Bevor ich so generelles Gequatsche nur sag, erstmal Servus und hallo an alle neuen Zuschauer. Wie ihr schon bemerkt, bei mir gibt's keine Kamera, das erspare ich euch. Und es gibt ganz viel diverse Spiele. Aktuelle Uploadplan gibt's immer auf Twitter. Wann welches Let's Play kommt und ja, Chaos ist Programm. So, das war die Begrüßung für die neuen Zuschauer. Servus und hallo zum Trash Weihnachtswichteln 2021. Bissl ein generelles Gequatsche vorher noch, bevor es endlich losgeht. Ich kann es kaum erwarten, das Spiel spielen zu dürfen. Und vielen Dank an alle, die dabei sind. Es hat mich wirklich sehr gefreut, das massiv große Interesse. Ich meine, innerhalb einer Woche hat man alle Teilnehmer zusammen, muss man mal so sagen. Es ist wirklich ein krass großes Interesse gewesen. Vielen Dank dafür an jeden Teilnehmer, an jede Teilnehmerin. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Videos und so und Rückmeldung, so was ihr zu der Organisation und so haltet oder Verbesserungsvorschläge, immer her damit. So, das dazu. Ich will nicht wieder 5 Minuten quatschen, bevor das Video eigentlich losgeht. Aber was möchte ich noch sagen? Irgendwas Wichtiges wollte ich nur sagen. Genau, am Ende der Aktion gibt es nur so ein kleines Best-of zusammengeschnitten. Es wird ein bisschen anders wie die Best-ofs von den bisherigen Trash-Wichteln. Ich habe mir da was überlegt. Seid mal gespannt. Ich weiß allerdings noch nicht, wann ich es wie zeitlich schaffe. Ich meine, am 24. endet die Aktion. Ich versuche, dass es dieses Jahr noch fertig bekomme. Vielleicht erscheint es aber auch in der ersten Januarwoche oder so. Kann ich noch nicht sagen. Aber es kommt noch was. 20 Leute, 20 Kanäle. Trash Weihnachtswichteln 2021. Wer jetzt nur zuschaut nach dem ganzen Gequatsche, vielen Dank fürs Zusehen. So, von wem habe ich das Spiel bekommen? Vom lieben Hannibal, der hat mir das geschenkt. Das freut mich sehr. Es hat mir gefreut, dass mir auch dieses Jahr wieder beschenken durfte, obwohl er mich letztes Jahr schon beschenkt hat. Vielen Dank, wir werden noch sehr viel Spaß haben mit dem Spiel. Und wem beschenke ich? Also auf welchem Kanal geht es morgen weiter? Zyrados, der hat von mir was Tolles bekommen. Und alle teilnehmenden Kanäle sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr dran gedacht habt, gibt es vielleicht auch schon eine Playlist mit alle Teilnehmervideos, die so erscheinen. Wenn es die schon gibt, ist die auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn nicht, habe ich es vergessen. So, genug gequatscht. Im Übrigen, die pixelige Auflösung, die ihr seht, die ist bei mir hier gerade nur ein bisschen schlimmer, glaube ich. Einstellungen habe ich, ja, man kann auch Vollbild schalten, das habe ich gemacht. Und man kann sogar die Sprache auswählen. Also schon mehr, als ich erwartet habe von dem Spiel. Und es heißt ja 45 Minuten aktive Spielzeit. Und damit ihr seht, wie lang der Spaß noch dauert, seht ihr links oben dann einen Timer eingeblendet. Ich hoffe einfach, die Aufnahme läuft. Das muss ich jetzt nochmal ganz kurz checken, bevor es losgeht, weil ich habe im Moment nur einen Monitor, weil der zweite Monitor hängt nur am alten Rechner. Moment, jetzt hört ihr wahrscheinlich klarer mal keinen Ton. Macht aber nichts, ich schaue einfach nur, ob die Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft, 4 Minuten gequatscht bisher, wunderbar. Jetzt solltet ihr auch wieder Ton haben. Spiel starten, ich habe keine Ahnung, was, wie, wo, wie es hier losgeht. Es war eine kalte, dunkle Nacht. Aha. Vor ein paar Tagen hatte ich, den Timer muss ich einschalten. So, den solltet ihr jetzt sehen. Jetzt habe ich leider viel von der Story verpasst mit dem ganzen Gequatsche. War ich auf der Straße. Wow, die Grafiken, die sind schon geil.
Ich hoffe, das ist Ingame-Grafik, weil die sind beeindruckend. Als ich eintrat, öffnete sich die Haustür hinter mir zu. Und war geschlossen, gestaut. Eine gruselige Stimme füllte die kalten Hallen. Halte durch. Okay. Hehehehehe. Hier am zuletzt. Ich habe für diesen Tag länger warten, als Sie denken. Oha. Sie werden für Ihre Untaten zahlen. Sie zahlen. Yay. Ich möchte ein Spiel spielen, quasi. Wir meinen Genuss fehl. Was? Großartig. Hannibal, vielen Dank für das Spiel. Ich feiere das jetzt schon. Escape, Ihre Mission ist... Okay. Und damit hörte die Stimme. Untaten, ein Spiel. Wer war dieser Kram? Es ist super. Ich hab echt Spaß. Die Lautstärke fetzt mir die Ohren weg, aber hilft halt nichts, ne? Nicht, wenn ich wollte, um zu überleben. Alles klar. Oh, geil! Ein Text-Adventure. Ich hab $3. Sie stehen von der Treppe im Erdgeschoss. Nordwesten nach Osten. Karte? Es gibt eine Karte? Wow. High-End-Spiel. Es macht mir mega Spaß jetzt schon. Gesperrt, freigeschaltet. Nordwest ist freigeschaltet. Und ja, zurück. Nach oben. Ja, geil. Es ist ein Top-Spiel. Sie sind auf der ersten Etage von der Treppe stehen. Ja, keine Ahnung. Orientalisch. Mama orientalisch, was auch immer. Sie werden nach Osten am weitesten Raum im ersten Stock stehen. Öffne Tür. The door is locked. Sie stehen durch die Sausen in Tür öffnen. It won't budge. Nordwesten. Da ist Lock, da war man. Flur. Also jetzt mal ein bisschen sinnhaft und ernsthaft spielen hier. Ja. Maybe I can open this elsewhere. Okay. Wir gehen jetzt mal alles durch. Öffne Tür. Door is locked. Flur. Okay. Süden. Okay. Merke, hier oben kann man nichts machen. Nach unten gehen. Nordwest. Nordwesten Zimmer Erdgeschoss. Öffne Tür. Wow. Ich frage mich, ob es etwas hier in mir zu helfen. Kann ich hier eigentlich irgendwo hinklicken oder so? Nein. Es wäre halt jetzt nur mega, wenn man da klicken könnte. Ja, haben wir nicht. Sie werden durch noch Nordosten Zimmer im Erdgeschoss stehen. Ja, öffne Tür. Ich bin jetzt. Also jeder, der meine Spiele irgendwie ein bisschen kennt, ich schaff's immer, dass ich mich verlaufe. Und hier muss ich merken, in welche Richtung dass ich mich drehe. Das ist doch totaler Wahnsinn. Das kann ja nicht funktionieren. Nordwest freigeschaltet. Ja, da will ich dann hin. Flur. Nordwest. Das war... Öffne Tür, dann bin ich da herinnen. Kann ich da irgendwo... Mein Text-Adventure von mir aus. Kann man machen, aber irgendwie... Ja, zur Not sehe ich mich hier dreiviertel Stunde lang blöd rumlaufen. Öffne Tür. Südwesten, öffne Tür. Nordosten, öffne Tür. Kann man ja lustig im Kreis drehen. Okay, ich schau Südosten, Tür. Zurück.
Das ist aber cool, das bewegt sich ja mit, das hilft mir schon mal beim Navigieren. Wie kann er mir jetzt umdrehen? Das wäre jetzt irgendwie cool. Nur Karte. Okay. Nach Nordwest, Südwest. Ja, da komme ich wieder da rein. Das ist klar. Aber ich versuche hier rumzuklicken. Tut sie halt nichts, ne? Südwest. Öffne Tür. Can't open this elsewhere. Ja. Einstellungen. Stornieren. Weiter. Ja gut. Das ist jetzt irgendwie schon mal nicht so prickelnd. Ich geh halt wieder rauf und dreh mich hier rum. Das ist mir doch wurscht. Hier ist wirklich alles gesperrt. Der einzige Raum, wo ich reinkomme, ist hier. Ja, öffne Tür. Nein. Westlich, öffne Tür. Nein. Westlich, Karte. Ja klar, es steht ja eh da gesperrt. Hannibal, vielen Dank für das großartige Spiel. Es ist der Wahnsinn. Warum mein Rechner hier gerade so ein bisschen aufdreht, weiß ich nicht. Ja, Grafikkarte wird viel zu berechnen haben. An dem wahrscheinlich. Es ist großartig. Was kann ich denn hier machen? Gehen wir wieder am Flur. Gehen wir nach unten. Nordwesten. Es wäre halt schon cool, wenn man hier irgendwie so Interaktionen hätte. Öffne Tür. Ja, du fragst dich, ob da was Brauchbares drin ist. Glaube ich. Es ist halt. Der Hannibal hat mir es mit dem. Ups. Mit dem Vermerk geschenkt. Ja, du stehst ja auf Rätselspiel. Ja, ist tatsächlich richtig. Aber das hier ist schon knifflig, ne? Ich frage mich, ob etwas hier ist, mir zu helfen. Ich kann halt nirgends hinklicken. Ich klicke jetzt das ganze Bild durch. Der hat doch gerade was gemacht. Der macht doch was. Ja, ist okay. Ja, zurück. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Okay, es wird drauf rauslaufen, dass ich eine Dreiviertelstunde rumlaufe und keine Tür aufbekomme. So wird's sein. Tor ist locked. Öffne Tür, dann bin ich wieder da drin. Da kann ich. Also, Steuerung, Pfeiltasten oder so. Natürlich nicht. Einstellungen. Ja. Stornieren. Weiter. Ein großartiges Spiel. Ich klicke hier einfach. Open this elsewhere. Ja. Flur. Sie stehen vor der Treppe im Erdgeschoss. Ja, da will ich jetzt nur öfter rumstehen. Karte. Wirklich Glückwunsch zum Hannibal zu dem Spiel. Es scheint, er hat die Voraussetzungen quasi mehr als erfüllt. Es ist ja quasi mehr Trash geht ja nicht. Und man hat Interaktion und es ist jetzt nicht so ein Tree Simulator, wo ich einen Baum anstarren muss, eine Dreiviertelstunde, sondern ich kann mich tatsächlich quasi bewegen. Es bringt mir zwar nichts, aber Gameplay ist vorhanden. Wow. Ja, natürlich, das steht ja eh überall gesperrt. Also, bleibt dran, vielleicht lohnt es sich, wenn ihr dran bleibt. Ihr versäumt bestimmt irgendwas. Jeder, der nur durchskippt, der wird hier.
die Hölle versäumen. Ich merke ja schon richtig, wie die Spannung steigt bei dem Spiel. Es wird unglaublich gut. Wir probieren jetzt so lange, bis sie irgendeine Tür wieder öffnet. Maybe I can open this elsewhere. Was ich mega cool finde, man konnte ja die Sprache einstellen und es ist so teilweise übersetzt in schlechtes Deutsch, teilweise in Englisch. Boah. So, hätte mir natürlich jetzt vorher schlau machen können und könnte jetzt nicht schnell irgendwie Lösungen googeln, wie es hier überhaupt weitergeht, ob man irgendwas erreicht. Nö, das mache ich nicht. Das machen wir nicht. Wir schauen uns hier jetzt die ganze Zeit irgendwie geschlossene Türen an. Aber das kann es ja nicht sein irgendwie. Nordwesten komme in die Tür rein. Tür öffnen. Ja, das geht. Also wir laufen ganz gerne, aber hier ist mittlerweile echt übersichtlich. Kann ich, ja, da ist doch nochmal eine Tür. Kann man da nicht... Warum sind da zwei Türen, wo ich nicht rein kann? Also offensichtlich sind hier nur Dialogboxen dahinter. Weil er macht ja irgendwas. Das Bild geht halt nicht weiter. Das ist jetzt vielleicht... Wo habe ich denn jetzt hingeklickt? Da war kein Zurück bei an. Ach, hier Karte, genau. Hier ist die Karte. Ja, top. Also es sind Dialogboxen hinterlegt, die ich nicht sehe, wo ich wahrscheinlich weiterkommen würde. Großartig. Wirklich großartig. Hier ist irgendwie wahrscheinlich Tür öffnen oder so, irgendwie so, was ich nicht lesen kann. Wenn ich in die Mitte klicke, hier steht auch was ich nicht lesen kann. Hier war wieder die Karte. Hier ist der Karten-Button. Okay, das ist so großartig. Ja, was sagt denn der Timer? 31 Minuten, 44 Sekunden noch. Ja, es ist mega. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt reagiert er überhaupt nicht mehr. Nur auf das. Ah, jetzt können wir wieder zurück. Nur, es ist so der Wahnsinn. Es ist einfach wirklich der Wahnsinn. Ich bin wieder hier. Zurück. Karte. Schiefer Südwesten. Nein. Es ist so großartig, das Spiel. Ja, und sonst so? Bei euch? Was soll ich euch jetzt nur erzählen? Naja, ein Drittel der Zeit haben wir ja schon top bekommen. Doch top. Dann gehen wir halt wieder nach oben. Schauen wir uns die Karte an. Alles geschlossen. Yay. In diesem Raum ist mit Sicherheit was. Nach unten gehen. Nordwesten. Öffne Tür. Dann bin ich da herin. Das ist ja schon mal großartig. Hier klicke ich drauf. Hier ist irgendein Button. Ich weiß nicht welcher. Der macht da irgendwas. Es geht nur nichts. Hier ist auch ein Button. Da kann ich klicken, wie ich will. Es ist so großartig. Jo. Ich wünsche mir wirklich, dass der Hannibal mindestens ein Spiel bekommen hat, das genauso großartig ist. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder
viel Interesse da ist am Trash-Weihnachtswichteln. Osterwichteln wird es nicht mehr geben. Zur Info für alle Neuen, es hat mit Trash-Osterwichteln begonnen. Und dieses Jahr hat es dann quasi zwei gegeben, einmal Ostern und einmal Weihnachten. Und ab jetzt gibt es immer nur Weihnachten. Trash-Osterwichteln gibt es nicht mehr. Und ja. Es ist großartig. Es ist großartig. Also in die Bilder reinklicken, das kann man sich halt einfach ersparen, weil es bringt nichts. Ja, ich frage mich auch, ob hier was ist, was mir helfen kann. Klicke jetzt alles durch, weil... Aber das hört sich anders an, oder? Nein, es hört sich gleich an, ich habe mich getäuscht. Hier sind drei Boxen anscheinend. Ich klicke jetzt einfach an. Irgendwas muss hier da sein. Irgendwo muss hier irgendeine Box geben, die mir weiterhilft. Hier ist die Karte wieder irgendwo. Genau. Zurück. Karte. Karte hat eine super Hitbox. Ja. So viel dazu, ne? Es ist großartig. Ihr könnt euch hier das schöne Kaminbild ansehen. In Ultra HD Super Auflösung. Mega cool. Aber das stört mich tatsächlich nicht. Scheiß Grafik ist halt so. Mein. Wenn das Gameplay passt, dann sehe ich da gerne drüber hinweg. Ich kann nicht mehr auf zurückklicken. Hier kann ich auch nicht auf zurückklicken. Jetzt bin ich ja hier irgendwo. Dann klicken wir einfach mal hier alles durch. Da gibt's gar nichts. Offensichtlich. Da geht auch die Karte. Doch, Karte geht. Hier, ich weiß nicht, wo die Hitboxen sind für die Dialogboxen. Jetzt geht wieder zurück. Nicht mehr. Huiuiui. Ein großartiges Spiel. Also ich habe so richtig Spaß gerade. Ihr seht es, ist großartig. Ja, über was können wir uns denn sonst noch so unterhalten? Ihr könnt euch ein Buch vorlesen oder so, ne? Das ist ja... Meint, wir können uns die Bilder genau anschauen. Vielleicht gibt es da irgendwelche super wichtigen Details, die mir nichts bringen, weil ich nicht ins Bild klicken kann. Aber vielleicht gibt es da was. Öffne Tür. Nein. Öffne Tür. Nein. Flur. Nach oben. Nordwesten. Westlich. So. Öffne Tür. Nein. Öffne Tür. Nein. Flur. Karte. Es ist so großartig. Orientalisch. Die Richtungsangabe, die finde ich super. Norden, Nordwest, westlich, südlich, orientalisch. Natürlich. Es ist großartig. Ihr könnt gerne mal mitzählen, wie oft das ich hier schon großartig gesagt habe. Ab in die Kommentare damit. Wie oft habe ich hier großartig gesagt? Vielleicht hinterlege ich euch das Ganze mit Musik, damit es nicht ganz so... Vielleicht mache ich das. Aber zurzeit, wie gesagt, der Rechner ist noch nicht so 100% einsatzbereit, aber ich habe mir jetzt lang genug davor gedrückt vor dem Spiel. Mein heute ist der... Was ist denn heute? Der 3. Dezember. Und haben gedacht, jetzt wird es mal Zeit, dass ich es aufnehmen. Ich schaue mal, ob die Aufnahme nur läuft, nicht, dass da Probleme gibt.
Ihr habt leider gerade kein. Ach, ist eh kein Ton da, ne? Aufnahme läuft noch. Yay! Das freut mich. Das ist schön. So. Öffne Tür. Nicht, dass ihr meint, ihr habt hier in irgendwie einen anderen Tab geklickt und lasst das Spiel hier einfach laufen. Das würde ich niemals machen. Ist eigentlich eine sehr gute Idee, aber es wird besser funktionieren, wenn ihr zwei Bildschirme hättet, aber ich habe im Moment nur einen. Das ist so. Es erinnert mir sehr stark so rein gameplay-technisch ein bisschen an von Herz auf Züß, beziehungsweise King Guga oder, na, damals haben es auch schon Herz auf Züß geheißen. Das Spiel, das die beim letzten Osterwichteln gehabt haben. Wahnsinn. Da hat man auch ungefähr so die ersten 2 Minuten vom Game gesehen und die haben es dann 45 Minuten gespielt. Das war großartig. Schaut euch das Video an. Playlist gibt's irgendwo auf meinem Kanal. Müsst ihr euch mal durchklicken. Ich bin mir jetzt noch gar nicht sicher, ob wir jetzt wirklich in jedem Raum waren. Schauen wir einfach nochmal alle durch. Hier kommen wir ja rein, Tür öffnen. Hier ist einfach nix. Yay, super Spiel. Hannibal, du hast ein großartiges Spiel ausgesucht. Es ist der Wahnsinn. Also, nein, maybe I can open this elsewhere. Ja, wo denn? Wie denn? Also, es ist halt einfach. Mit sich, also, natürlich in diesem Raum hier drin. Das ist irgendwie ein Schlüssel oder irgendwie sowas. Es bringt halt null, hier auf die Bilder rumzuklicken. Es wäre irgendwie so ein kleines bisschen vom Vorteil, nur als Hinweis an den Entwickler. Falls der das Spiel nur irgendwie weiterentwickelt oder das Video sieht, also gar nicht, aber nur so klitzekleine Anmerkungen, will das Spiel nicht kritisieren, es ist großartig. Aber nur so eine kleine Anmerkung, es wäre vielleicht hilfreich, wenn man die Dialogboxen, die offensichtlich hier ja da sind, wenn man die auch sehen würde, wo dann zum Beispiel steht, nimm Schlüssel oder irgendwie sowas. Ich meine, ist ein bisschen langweilig, gebe ja zu von mir, dass ich das sehen möchte, was hier an Interaktion ist. Ich komme nur drauf, sowas zu erwarten, aber es wäre halt so für so Rätselanfänger wie mich jetzt, wäre das so eine gute Hilfe, wenn man halt sehen wird, was man auswählen könnte. Jetzt sind die Hitboxen von den Dinger da auch weg. Hier ist was. Hier ist was. Aber da drüben war doch auch was vorher. Oder war das einfach dieselbe Hitbox? Na, hier ist dann nichts mehr. Bis hier. Hier ist eine Hitbox. Klicken wir jetzt einfach mal durch. Pixel für Pixel quasi. So. Das war die Karte. An dieser Stelle hoffe ich natürlich sehr, dass der Herr Rasten ein passendes Spiel für ihn gefunden hat. Ich hab mal gehört, er steht so ein bisschen auf extrem Jumpscare-Horror-Zeugs. Vielleicht hat er was bekommen in die Richtung. Jetzt sitzt er vor dem Rechner und denkt sich, oh, das Arschloch, was soll denn das? Warum sagt er sowas? Tja. Also an alle Leute, die jetzt noch zuschauen, ist vielen Dank, ihr habt es bald geschafft. Wir haben ja schon über die Hälfte von dem grandiosen Spiel. Ich gehe mal wieder nach oben.
So, drehen wir uns um. Tür öffnen, nein. Nur Nordwesten, Tür öffnen, nein. Orientalisch, Tür öffnen. Tür öffnen, nur. Tür öffnen, nur. Karte, Süden, Tür öffnen. Nur. Yay. Es ist großartig. Es ist großartig. Das war da zurück. Natürlich wollen wir weiterspielen hier. Top-Spiel. Jo, was kann ich sonst noch so erzählen? Wie gesagt, an dieser Stelle wirklich nochmal danke, also ernsthaft jetzt mal danke an alle, dass ihr da mitmacht und auch an, vor allem besonders an alle Neuen, die ja nicht wissen, auf was sie sich einlassen. Natürlich, Trash-Wichteln kennt man irgendwie schon und kann man sich ja was drunter vorstellen. Ich finde es schön, also ich habe mich bewusst dieses Jahr dazu entschieden. Moment. Die Aktion quasi für jeden zugänglich oder für jede zugänglich zu machen. Bisher war immer so, so innerhalb der Community halt, hey, hast Bock oder kennst wen, der Bock hat und so. Und diese haben wir dazu entschlossen, es soll sich melden, wer will. Jeder kann mitmachen quasi. Und es war eine sehr gute Entscheidung, wie sie gezeigt hat. Ich meine, wir sind immer 20 Leute, das heißt, außer mir haben noch 19 andere Menschen Bock auf diesen Schwachsinn hier. Finde ich wirklich super. Vielen Dank an dieser Stelle. Und es wird es nächstes Jahr mit Sicherheit wiedergeben, habe ich glaube ich schon gesagt, egal. Und ja, ich werde wieder irgendwann so Sommer, Herbst oder so wie dieses Jahr auch so ein Video raushauen mit Info und wer Bock hat mitzumachen, soll sie melden und dann bekommen wir das wieder hin. Moment. Hier, weiter zurück. Flur, Nordwesten, Tür öffnen, sind wieder hier. Ja, also muss sagen, das Spiel ist grundsolide. Also wirklich top Spiel. Und es macht ja auch wirklich Spaß und ist abwechslungsreich mit liebevoll gezeichneten Grafiken und super tollen Texten. Die Story wäre wirklich fesselnd. Ich finde es halt leider, bin ich zu schlecht in Rätselspiele. Ich meine, wer meinen Kanal kennt, weiß, das ist ja was, die Spiele quasi nie Rätselspiele. Wenn nie was damit zu tun, so Talos-Prinzip und so, habe ich ja nicht mehrere Spielstunden drin, überhaupt nicht. Also ich kenne mich da nicht so aus, drum wäre es halt schon cool gewesen, wenn man hier so eine kleine Hilfe gehabt hätte, in Form von, ich sehe, was ich hier anklicken kann, dann ein bisschen weiterkommt. Aber gut, ich bin einfach zu schlecht, ihr müsst da mit mir durch. Ja, eigentlich nicht, ihr könnt weiter skippen. Aber ihr versäumt ganz viel, wenn ihr weiter skippt. Und für alle, die weitergeskippt haben und hier gelandet sind, nur der kurze Hinweis, vor 10 Minuten, vor 15 Minuten oder so, sind wir an eine Stelle gekommen, da hat sich ganz kurze Tür geöffnet und da haben wir, also es war unglaublich, was wir da gesehen haben, aber das habt ihr jetzt leider versäumt, weil ihr weitergeskippt habt, also schaut euch das Video am besten wieder von vorne an. Weil war kurze Szene, verpasst ihr ganz leicht, aber ihr habt ja weiter geskippt. Blöd jetzt. Trash-Wichteln an sich. Genau, was ich vorher sagen wollte. Ich finde es sehr schön, dass ihr da Leute, die jetzt tatsächlich ihr nicht so kennen oder nicht so am Schirm habt, gehabt habe oder gänzlich fremde Menschen für mich, dass die da gesagt haben, ey, ich würde gerne mitmachen und hab da Bock und ich habe mir von jedem, der, das war so,
Ich habe immer geschaut, ja, was machen die Kanäle und passt das und so. Und es hat ja bei alle passt, da gibt es ja keine Probleme. Alles Let's Play-Kanäle von dem her, super. Und hat sich rein für mich schon gelohnt. Ich habe viele Kanäle, wo man denkt, hey, da schaue ich jetzt öfter mal rein. Und ja, an dieser Stelle muss ich leider wieder einen Namen aussprechen, wo den ich mit Sicherheit falsch ausspreche. Es tut mir jedes Mal leid. Kiralia? Kiraila? Ich weiß es nicht. Entschuldigung, wenn ich es falsch ausspreche. Jedenfalls, bei dir gibt es zum Beispiel einen Adventskalender, wo sie jeden Tag ein Spiel vorstellt. Mega cool. Heute müsste der 10. Dezember sein, wenn das Video rauskommt. Habt ihr noch 14 Tage für einen Adventskalender? Schaut bei ihr unbedingt vorbei. Das fand ich mega cool, die Idee. Genauso wie beim Herrn Rassen. Also wisst ihr ja alle Rassen aus. Finde ich schon ganz okay, den Kanal. Aber der hat auch einen Adventskalender, wo es was da zu sehen gibt, das verrate ich euch nicht. Da müsst ihr schon selber vorbeischauen. Jedenfalls mega, mega lustig. Aber das ist jetzt kein Kanal, den ich neu entdeckt habe. Also was ich damit sagen will, für mich alleine hat sich die Aktion schon gelohnt, um neue Kanäle zu entdecken. Vielleicht ist ja bei euch auch was dabei, man. Es sind außer meinem Kanal hier nur 18 andere Kanäle. Nicht 19, weil ein Partnerkanal mit Doppelbesetzung quasi drin ist, der von Batch und von der Cherubi ist es ja ein Partnerkanal, aber Partnerkanäle waren ja erlaubt. Naja, 18 andere Kanäle. Da ist was dabei für euch. Ich bin nur immer im Spiel. Nicht, dass ihr da meint, ich bin hier irgendwie in andere Tabs unterwegs. Es ist nur so, kann man ja mal nochmal in dem tollen Raum schauen und wild drauf rumklicken. Aber ich glaube, wir sind so ziemlich durch mit dem Spiel. Also, wenn man es positiv formulieren möchte, könnte man jetzt sagen, wir haben das Spiel durchgespielt. Ist hier am RAM vielleicht, gibt es da noch Inventar oder so? Nein. Eine Tastatur ist ein reines Point-and-Click-Adventure, nenne ich mal. Ganz freundlich formuliert. Da sind wir durch. Wir haben alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Ich habe euch die Ohren voll gequatscht mit irgendwas. Was kann ich noch alles sagen? 10. Dezember, was ist da aktuell? Aktuell ist bei mir am Kanal so ein bisschen Chaos und Pause und manche Let's Plays sind in der Pause und sorry dafür mal. Das möchte ich auch nur kurz sagen. Ich bin nur immer im Spiel, ne? Ich klicke hier einfach ein bisschen nebenbei rum. Aber wie gesagt, neuer Rechner war viel Arbeit oder ist nur immer viel Arbeit aktuell, den aufzusetzen. Und zeitlich ist auch so eine Sache. Da habe ich zurzeit wenig Zeit, irgendwas aufzunehmen. Es kommt aber alles wieder. Also da planen wir so irgendwann, dass wir wieder hinkommen. 2 Videos pro Tag, Minimum plus, keine Ahnung, irgendwelche Special-Videos oder mal angespielt reingeschmissen, irgendwie sowas. Aber das wäre so der Plan. Und jeder Kommentar wird natürlich beantwortet in der Regel, außer ich vergesse mal oder übersehe was oder so. Muss jetzt mal einen Schluck trinken. Ich laber euch hier seit einer halben Stunde oder so die Ohren zu. Moment. Ich find's ja auch ganz gut, dass mal so ein Spiel auf meinem Kanal kommt. Find ja ernsthaft super. Weil jeder, der sich das Video jetzt ansieht und bis hier durchgehalten hat, der hat mit Sicherheit Spaß auf meinem Kanal, weil quasi 99%, 99% Pi mal Daumen. Es ist definitiv, sind bessere Spiele als das hier. Es gibt so ein, zwei Ausnahmen. Also genau 2 Ausnahmen. Ja, ein paar mehr.
Das waren so Spiele, wo ich Wetten verloren habe und musste die spielen. Wie zum Beispiel Amnesia. Es war ein Traum. Ich habe quasi 4 Folgen lang am Fußboden angeschaut, weil Horror ist nicht so meins. Aber ich musste halt. Und dann, der Rasten hat mir mal irgend so richtig so Rotzspiel geschenkt. Das musste ich dann auch spielen. Weil er auch macht. Das habe ich aber abgebrochen. Das war wirklich Kacke. Oder natürlich vom Trash Osterwichteln bisher. Dieses Jahr zu Ostern halt. Der Pi Simulator. Hat er auch vom Hannibal geschenkt bekommen. Da hat er auch wieder so ein hochklassiges Spiel herausgesucht. Allerdings hatte das wirklich Gameplay und so Highscore-Funktionen. Das war schon ganz spannend. So, und das Jahr davor hat mir der nette alle Rassen ausbeschenkt. Braucht man nicht drüber reden, ne? Es war der Tree Simulator. Wer jetzt von euch nicht weiß, was der Tree Simulator ist, schaut euch das Video an. Es ist grandios. Grandios. Aber Hannibal, du reißt dir mit diesem Spiel, wo du mir geschenkt hast, schon ganz weit oben ein. Bei den Top-Spielen hier. Es ist. Ich möchte jetzt nicht den Eindruck vermitteln, ich bin irgendwie genervt von dem Spiel oder so. Überhaupt nicht. Ich meine, wir können hier Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, runter, rauf. Das können wir auch ganz schnell machen. Es ist ein Top-Gameplay und so. Überhaupt kein Stress, da haben wir Spaß dabei. Wir können mal in den Raum reingehen, wo man nichts mehr machen kann, wo es offensichtlich weitergehen würde. Irgendwo ist hier Schlüssel oder Zeugs, irgendwas versteckt. Bringt uns nur nichts, weil wir es nicht anklicken können. Also, bin nicht genervt. Top Spiel. Aber, nur, ist schon so ein ganzer kleiner Bug. Ich habe so den Verdacht, dass vielleicht unter Umständen so ein minimal kleiner Bug drinnen ist. Was ich erst sehr schade finde, Tatsache, dass wir keine Musik mehr haben. Also im Hauptmenü haben wir voll die fetzige, super Musik. Und jetzt haben wir keine Musik mehr. Ja, vielleicht habe ich wirklich Musik unterlegt. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müsst ihr euch das genauso anschauen, wie es ich spiele. Ihr habt leider vergessen, einen Musikplayer nebenbei zu starten. Für den Fall, dass wir keine Musik haben. Und ja, könnt ihr einen Planet Coaster Soundtrack drunter legen, aber nö. Nö, ich werde mich dazu entschlossen haben, euch keine Musik drunter zu legen. Damit ihr wirklich die volle, pure Spielerfahrung habt. So, was macht der Timer? 6 Minuten 20. Yay. Also, wenn ihr das Video rendert, ich hoffe ja, das Renderprogramm macht das mit, weil das sind halt schon wirklich Effekte hier verbaut. Die werden die Grafikkarte an die Grenzen treiben. Denke ich mal. So, jetzt haben wir nur 5 Minuten, ein paar Sekunden. Die ziehen wir jetzt auch nur durch. Wenn ihr schon sagt, 45 Minuten reine Spielzeit, dann bekommt ihr auch hier 45 Minuten reine Spielzeit. Kann ja nicht sein, dass der Organisator der Aktion dann sagt, so nach einer halben Stunde, nö. Oder die letzten Minuten schenken wir uns jetzt. Nö, denn nö, nö, mehr bleiben wir da schon drauf. Und ich hoffe, ihr habt nicht den Eindruck erweckt, ich würde das nicht ernsthaft spielen wollen. Ich wollte es ernsthaft spielen, aber ich kann hier nirgends hinklicken. Ich sehe nicht, also ihr habt es ja gesehen, das Elend. Jo. Morgen geht's weiter bei Cyrados, falls ich es noch nicht gesagt habe. Doch, haben wir am Anfang, glaube ich, gesagt. Könnt ihr gespannt sein? Ja, ich war wirklich bemüht,
sehr tolles Spiel, das ein mehr oder weniger funktionierendes Gameplay hat, zu geben. Also ich habe halt die Steam aufmacht, Spiele nach Nutzerrezensionen und dann letzte Seite. So war die Spielauswahl. Und dann haben wir geschaut, was da so passend wäre. Seid gespannt, was da kommt. Ich bin selber sehr gespannt. Es wird großartig. Ja. Abschließend, ich weiß, ich habe ungefähr 100 Mal schon Danke gesagt für alles Mitmachen und blablub. Ich möchte es trotzdem nochmal sagen, mich freut sehr, dass so viele Menschen gesagt haben, hey, auf die Aktion haben wir Bock und da machen wir mit. Insbesondere, weil sie brauchen nicht drum rumreden, ich habe hier so ein bisschen extrem kleinen Kanal. Und finde es schön, dass die Aktion trotzdem so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das freut mich wirklich. Und ja. Danke. Einfach danke. Kurz und knapp. Einfach danke. So, aber Emotionszeugs, blablub, reicht schon wieder hier. Wir gehen nochmal in den Raum, wo wir nicht weiterkommen. Wahrscheinlich jetzt in die letzten 3 Minuten oder so. Jetzt werde ich dann das Rätsel knacken, wie man hier weiterkommt. Das wär dann schon spannend, ne? Das wär so richtig lustig. In der letzten Minute oder so dann, oh, jetzt geht die Tür auf einmal auf. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn ich in die Bilder rumklicke, ne? Da tut sie halt einfach nichts. Ich frage mich, ob etwas ist, hier in mir zu helfen. Boah. So ungefähr. Natürlich ist hier was. Irgendwo ist ein Schlüssel. Ich sehe nur die Box, nicht die Dialogbox. Ja. Wir nähern uns die letzten 2 Minuten. Nach den ersten 10 Minuten haben wir tatsächlich gedacht, ach Scheiße, das Spiel ist dumm. Also nicht dumm im Sinne von, das ist ein Scheiß oder so, sondern halt dumm im Sinne von, es ist nicht spielbar. Aber es war ja spielbar. Wir haben hier sehr viele Interaktionsmöglichkeiten. Warum ich jetzt wieder nicht zurückkomme, weiß ich nicht. Ah, okay. Tür öffnen, geht nicht. Wir gehen wieder am Flur. Schauen wir nochmal, ob wir. Also in diesem Raum waren wir. Orientalisch. Tür öffnen, geht nicht. Flur. Süden. Tür öffnen, geht nicht. Flur, Karte, Hammer, westlich, Tür öffnen, geht nicht. Flur. Geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Karte. Da bin ich. Okay. Ja. Das war Taiku Menschen, glaube ich, heißt. Den Namen schon wieder vergessen. Es ist echt ein Problem mit nur einem Monitor. Mega cooles Spiel. Sagt, alle Kanäle, die teilnehmen, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut bei denen vorbei. Da muss einfach irgendwas für euch dabei sein. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz stark an alle fürs Mitmachen. Zum ungefähr 100. Mal oder so. Das kann ja auch schon keiner mehr hören. Aber versucht mal 45 Minuten zu quatschen. Ja, da ohne Vorbereitung.
hier einfach Aufnahme gedrückt und gut war. Und hier blinkt mein Timer. Das heißt, wir haben die 45 Minuten aktive Spielzeit haben wir hiermit beendet. Es ist unglaublich, wir haben es geschafft. Also ich habe es geschafft, ihr habt wahrscheinlich durchgeskippt, weil, ne? So, das war's. Was gibt's nur zu sagen? Nichts mehr, würde ich sagen. Meinungen, Feedback, Kritik, sonstiges, ab damit in die Kommentare, werden wir immer beantwortet. Ansonsten wünsche ich euch nur viel Spaß bei den Videos der anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und das war mein Beitrag. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.